Willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder mit einem tollen Hintergrund. Und zwar handelt es sich diesmal um eine Einkaufstragetasche vom TK Maxx. Hier drauf abgebildet ist eine Kamera, was mich sehr erstaunt hat und wieder mal beweist, dass die analoge Fotografie mittlerweile immer mehr Teil der Popkultur wird. Und da ich diese Kamera hier sogar besitze, und zwar gleich zweimal in diesen dunklen Chassis, habe ich mir gedacht, mache ich doch aus diesem Anlass hier ein Review zu dem schönen Stück. Der Name dieser Kameras hier ist Zenit E. Ich packe die mal kurz aus und befreie die von ihren Chassis. Das ist eine russische Kamera, genauer gesagt eine UdSSR bzw. Kamera aus der ehemaligen Sowjetunion. Dort wurde diese Kamera damals hergestellt wie blöd und zwar so oft, dass es heute gut 3,3 Millionen Exemplare von dem guten Stück gibt. Und damit ist die Zenit E die wohl meist hergestellte Kamera, die es überhaupt gibt. Entsprechend günstig sind diese Stücke zum Glück. Durch diese hohen Herstellungszahlen kann es gut sein, dass man dieses einfache Exemplar hier mit dem 3,5er Objektiv für gut 12 Euro bekommt. Die etwas ausführliche Ausführung mit dem lichtstärkeren Objektiv, das auch hier gezeigt ist, muss man allerdings ein bisschen mehr ausgeben. Die können so 17 bis 19 Euro kosten, wenn man da an der Versteigerung gut rankommt. Die große Schwachstelle dieser Kameras ist hier der Selenbelichtungsmesser, der bei vielen Exemplaren entweder gar nicht mehr funktioniert, einfach bei der Hälfte aufhört oder sich den totalen Mist zusammenmisst. Aber das liegt nun mal an der Natur dieser Geräte und da ist leider nichts zu machen. Ein funktionierendes Exemplar ist aber auch nicht so super selten. Da müsst ihr euch halt vom Verkäufer bescheinigen lassen, dass die Kamera noch richtig misst. Ein kaputter Selenbelichtungsmesser ist allerdings auch alles andere als ein Weltuntergang. Denn man kann ja auch einfach die Belichtungszeit schätzen. Nach der Sunny 60 Rule zum Beispiel oder nach Wenn die Sonne lacht, Blende 8. Oder man greift zu einem externen Belichtungsmesser oder man misst einfach mit dem Handy. Das ist eigentlich kein großes Problem. Ich persönlich habe für diese Kamera hier 1 Euro bezahlt, allerdings ohne das Objektiv. Das habe ich mir für 15 irgendwann nachgekauft. Für dieses Exemplar hier mit dem lichtstärkeren Objektiv habe ich so 13, 14 Euro bezahlt. Allerdings hatte das auch einen kleinen Nachteil, zu dem ich gleich noch kommen werde. Was die Robustizität der Kameras angeht, so sind das hier richtige Monster. Und das hier ist auch leicht magnetischer Stahl. Das heißt, die Dinger hier halten eine ganze Menge aus. Also wirklich typisch made in USSR. Also super russische, sowjetische Qualität. Arbeitet natürlich mit vielen Toleranzen und ist nicht so präzise und so genau gearbeitet wie jetzt japanische oder westdeutsche Kameras. Und auch die Qualitätskontrolle ist diesmal ein bisschen besser gelungen als zum Beispiel bei den Sorkis. Ich hatte schon 4 Zenit E's und keine davon hat größere Probleme gemacht oder größere Schwächen gehabt. Hier müsst ihr also weniger Angst haben, an ein Montagsmodell zu geraten, wie das bei Sorkis und Kiev-Kameras schon mal der Fall ist. Was Batterien angeht, so braucht ihr diesmal keine, denn dieser Selenbelichtungsmesser erzeugt dadurch, dass er Licht sieht, ähnlich wie eine Solarzelle, seinen eigenen kleinen Strom, um sich selbst zu betreiben, was sehr praktisch ist, da man jetzt auf keine Batterien mehr angewiesen ist. Allerdings hat dieser Selenbelichtungsmesser einen anderen Nachteil. Und zwar geht er relativ schnell kaputt, wenn er nass wird. Die Kamera selber kann wahrscheinlich so einen kleinen Regenschauer, Nieselregen gut ab. Selenbelichtungsmesser sind da extrem empfindlich und die gehen ziemlich schnell kaputt. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum die meisten Selenbelichtungsmesser bei den angebotenen Zenits meist kaputt sind. Film brauchen wir allerdings trotzdem. Da die Zenit ziemlich heftig zu filmen ist, was die Mechanik angeht, kommt jetzt wieder mein alter Kodak E100 zum Einsatz, der, wie ihr schon gesehen habt, ein bisschen mitgemacht hat und der auch in einem meiner ganz alten Videos kaputt gegangen ist. Ich habe da aber eine neue Schlaufe reingeschnitten und das müsste gehen. Um die Zenit-Kamera zu öffnen, gehen wir her und ziehen hier auf der vom Schützen, also vom Fotografen aus linken Seite, diesen Steg hier nach oben. Darauf öffnet sich das Innere der Kamera, wie wir aber in meinem letzten Video gelernt haben, bei solchen Formularien mal schön die Kappe auf die Kamera. Die ist hier von Canon. Ich weiß gar nicht, ob Zenit mal eine eigene produziert hat. Um diese Gabel hier aus dem Weg zu bekommen, die ja gleich in die Patrone eingreifen soll, machen wir was relativ Kompliziertes. Und zwar drücken wir mit unserer Fingerkuppe hier in der Mitte auf dieses Ding, drücken das runter, bewegen das in die entgegengesetzte Richtung, in die dieser Pfeil nicht zeigt. Dann kommt hier dieser Knopf raus, den ziehen wir ganz nach oben. Und unsere Filmkammer ist frei. Wir legen den Film ein. Drücken das Ding wieder herunter. Das bleibt jetzt ein bisschen oben stehen. Dann nehmen wir das Ganze und drehen das diesmal in Richtung mit dem Pfeil und es bleibt unten. Danach greifen wir uns den Film und stecken den hier in die Aufnahmespule. Die Aufnahmespule ist allerdings ziemlich gemein und zwar hat diese im Vergleich zu den meisten Japano-Kameras keinen Schlitz, sondern ein kleines Blech, was sich von außen gegen die Spule drückt und das ist jetzt für mich hier richtig schwer hinzubekommen. Deswegen muss ich das hier auf dem Boden machen und damit ihr das seht, muss ich hier mit der Canon 600D ziemlich reinzoomen,
was mir ziemlich viel Licht klaut, weswegen ich mich jetzt schon mal vorhinein für das rauschige Material hier entschuldige. Wir müssen also diese Filmlasche hier zwischen das Blech und zwischen die Spule klemmen, was schon mal super schwierig sein kann. Und das Ganze muss ja unten sein, aber hier sieht es so aus, als hätte es gegriffen. Ich habe jetzt noch ein ganz kleines Stück Film drin. Wir lösen aus, spulen. Dann müssen wir, wenn wir in etwa hier sind, korrigieren. Und zwar müssen wir die Sprockets, also die Löcher, von Hand mit dieser Transportwelle hier übereinbringen. Und die Transportwelle greift oben und unten. Und wir spulen nochmal ein bisschen weiter. Hier sollte man mindestens so weit spulen, dass hier der Film einmal drumherum ist, damit die Last beim Vorspulen nicht auf dem kleinen Blech und der Spule lastet, sondern auf dem restlichen Filmmaterial, was sich schon umgewickelt hat. Also am besten nochmal. Und hier gilt wie immer bei der Kleinbildfotografie, besser hier ein Bild verschwenden, als ein Bild versuchen hier zu sparen und dann damit rechnen zu müssen, dass der ganze Film nichts wird, weil sich das hier aufwickelt und der Film einfach nicht richtig transportiert wird. Dann gehen wir her, drücken das hier hin. Nehmen uns das Nupsi hier wieder zurück. So, ziehen den Film stramm. Drücken das Nupsi hier oben wieder rein. Ja, Nupsi ist der Fachbegriff dafür. Drücken die Kamera zu. Und hier, was dieses Blech hier angeht, verhalten sich einige Zenit-Kameras anders als andere. Bei manchen Exemplaren ist das hier gefedert, bei dem hier nicht. Wir drücken das also zu und drücken dieses kleine Blech hier runter. Und die Kamera ist zu. Allerdings gibt es hier mit der Tragehülle ein Riesenproblem. Bringt man nämlich dieses Tragechassis hier an und das muss man leider tun, weil Zenit-Kameras haben keine eigenen Ösen, durch man einen Gurt eigentlich nur leicht anbringen kann, indem man diese Chassis verwendet. Sonst müsste man eine Schlaufe unten ins Stativgewinde schrauben und die Kamera falsch rum an seiner Seite baumeln lassen oder so. So ein Sun-Sniper-Gurt, denke ich, nennen die sich. Aber wir haben ja hier eine Hülle mit einem Gurt dran und deswegen brauchen wir keine andere Lösung. Worauf wir allerdings unbedingt achten müssen, und das ist richtig wichtig, denn das hat mir schon mal einen Film versaut. Und zwar kann sich diese Hülle hier beim ständigen Bewegen, die ist nämlich ziemlich locker, hier unter diese Platte schieben, diese öffnen und irgendwann springt euch dann hier einfach so ein Stück die Rückwand auf und euer Film kriegt Licht. Das ist mir letztens bei einem Film passiert, das war nicht wirklich schlimm. Aber um das zu verhindern, sollt ihr am besten hergehen und euch hier so ein bisschen Kreppband oder sowas in der Richtung besorgen. Das hier vorne andrücken. Und dann ganz stramm darüber ziehen und hier hinten andrücken. Denn jetzt kann die Rückwand nicht mehr so einfach aufspringen und bleibt einfach in Position, egal was ihr hier macht. Und dadurch ist euer Film dann vom gemeinen Aufspringen der Rückwand relativ gut geschützt. Die Mechanik an sich ist für sowjetische Verhältnisse außergewöhnlich weich. Und auch der Auslöser ist relativ weich auszulösen, obwohl er mechanisch ist. Und auch diese Kamera ist nicht allzu laut. Das variiert aber von Modell zu Modell. Nachdem wir den Film eingelegt haben, müssen wir erstmal hier dem parallelen Belichtungsmesser die ISO-Zahl nennen. Das machen wir hier auf der Seite für ASA GOST. GOST ist die russische Bezeichnung, ist fast genau das gleiche wie ASA. Zumindest sagt das die Kamera hier. Ich habe auch Quellen im Internet gelesen, die sagen, dass GOST so ein bisschen weniger als ASA ist. Allerdings halten wir uns hier an die Kamera und stellen das Ganze auf 100. Bitte nicht wundern, die GOST-Zahlen in Russland ist ein bisschen anders als die in Japan und Deutschland. So haben wir hier 130 und 65 Film, den man so heute nicht mehr bekommt. Wenn ihr Zahlen dazwischen habt, einfach dazwischen einstellen und alles sollte okay sein. Auf der anderen Seite gehen wir dann her, der rechten Seite vom Fotografen aus, den Bildzähler von Hand auf 0 zurückstellen. Tun wir das nicht, zeigt die Kamera immer irgendetwas an. Dieser Zähler hier ist manuell und eigentlich auch nicht so super, denn wenn man nach 0 das erste Bild macht, landet der hier meistens nicht auf der 1. Ausnahmsweise hat das jetzt mal gemacht, sondern meistens auf der 2. Außerdem braucht man da irgendwie nur blöd drankommen und man weiß nicht mehr, bei welchem Bild man ist. Also das ist einer der Kritikpunkte an der Kamera. Aber unter anderem aus diesen mechanischen Gründen ist die Kamera hier auch eine der günstigsten. Direkt neben dem Filmzählwerk haben wir die Verschlusszeiten. Hier sind ein bisschen rar und zwar beschränken sich diese auf B30, was gleichzeitig die Synchronzeit für Elektronenblitze ist. 60, 125, 250 und 500. Das sieht zwar ein bisschen spärlich aus, aber eigentlich kommt man damit auch ganz gut hin, denn so eine Achtelverschlusszeit braucht man als Anfänger sowieso nicht. Wenn ihr richtig aufgepasst habt, das Ding muss man hochziehen, um es zu bewegen. Ein kleiner Nachteil von diesem Ding ist,
dass es sich mitdreht und wenn man auslöst, ganz schnell dreht und je nachdem, wenn man hier den Fingernagel komisch hält oder da irgendwie dran kommt, dann kann es schon mal sein, dass man sich damit den Nagellack kaputt macht, wenn man denn beim Fotografieren Nagellack trägt. Darunter ist lediglich die Einstellung für Blitze, also für Flashbulbs, also für Blitzbirnchen oder für Elektronenblitze. Ich glaube nicht, dass jemand von euch noch wirklich Blitzbirnchen benutzt mit dieser Kamera. Die Belichtung hingegen, dieser koaxial geschaltete Selenbelichtungsmesser zuständig. Da dieser aber in keinster Weise irgendwie mit der Kamera gekoppelt ist, ist das genau das gleiche, als wäre jemand hergegangen, hätte einfach mit ein bisschen Tesafilm hier ein Selenbelichtungsmesser auf eine Kamera draufgeklebt. Die haben bei der Zenith also überhaupt keine Verbindung miteinander. Sollte euer Selenbelichtungsmesser also kaputt sein, macht euch nichts draus, den könnt ihr einfach ignorieren. Allerdings erkläre ich mal trotzdem, wie der funktioniert. Und zwar sieht diese Selenzelle hier genau den gleichen Winkel wie das 50mm Objektiv. Und da ist auch schon das erste Problem mit dem Ding. Denn wenn ihr hier ein Objektiv mit kleinerer oder größerer Brennweite als 50mm anbringt, habt ihr ja sofort ein Problem, weil das Ding einen anderen Winkel und damit auch ein anderes Bild sieht als das Objektiv selber. Gehen wir aber mal davon aus, ihr habt da wirklich ein 50 drauf, dann funktioniert das Ganze in etwa so, dass hier eine Nadel ausschlägt. Das tut sie jetzt nicht, weil es hier alles viel zu dunkel ist. Und zwar funktionieren Selenbelichtungsmesser aus Prinzip nicht in dunklen Umgebungen. Das heißt, das ist wirklich nur was für draußen oder was für am helllichten Tag, wenn wirklich richtig viel Licht ins Fenster scheint. Dann bewegen wir hier diesen Kreis, meistens Kelle genannt, so lange, bis er mit der Nadel übereinstimmt. Und gucken uns hier vorne die Zahlenkombinationen an. Diese sagen uns nämlich, welche Verschlusszeiten, Blendenkombinationen wir benutzen dürfen. Und zwar dürfen wir hier benutzen 2,8 und ein 125stel, 4 und 60, 5, 6 und 30 oder 8 und 15. Dabei ist die 15 hier rot unterlegt, denn die Kamera hat überhaupt keine 15 und unser Objektiv hat auch keine 2,8 oder 2. Aber das weiß die Kamera ja nicht. Haben wir also die auf der anderen Seite angegebene Verschlusszeit hier eingestellt und die Blende hier vorne am Objektiv gewählt, können wir die Kamera spannen und auslösen. Normalerweise behandle ich ja Kameras und Objektive immer getrennt, aber das Industar 50-2 gehört einfach so doll zur Zenith-E, dass es jetzt total unsinnig wäre, das einzeln zu behandeln. Das Industar 50-2 ist ein außergewöhnlich kleines Objektiv für den M42-Anschluss und gehört genau genommen zur Kategorie der Pancake-Objektive. Hier drin steckt eine Rechnung von Zeiss und zwar vom älteren, lichtschwächeren Tessar und ist damit super scharf und produziert auch auf digitalen Kameras richtig tolle Bilder. Allerdings hat das gute Stück einen Nachteil und einen Vorteil und das ist die Blendeneinstellung. Und zwar ist diese stufenlos, was dieses Objektiv besonders für Videofilmer interessant machen könnte. Der Nachteil ist, dass man die Blenden hier vorne nicht sieht, wenn man durch die Kamera guckt und auch nicht, wenn man auf die Kamera guckt. Das Einzige, was man erahnen kann, ist, dass dann bei unendlich dieser weiße Punkt ist, wenn das Objektiv ganz aufgeblendet ist. Allerdings, wann das bei welchen Meterzahlen ist, da bin ich ehrlich, das will ich echt nicht auswendig lernen. Und man muss das Objektiv immer so vor sich halten, um dann zu sehen, welche Blende man gerade einstellt. Dadurch, dass das hier stufenlos geht und keine Klicks hat, kann man nicht auch einfach hergehen und das Ganze abzählen und wissen, dass man beim ersten Klick bei 4 ist, beim nächsten bei 5, 6, beim nächsten bei 8. Nein, das muss man hier ziemlich raten. Außerdem kann es auch sein, dass man doof beim Scharfstellen drankommt und dann die Blende verstellt, was auch nicht wirklich schön ist. Normalerweise folgt ja immer der Blick durch den Sucher, aber den können wir uns diesmal echt sparen, denn der Sucher der Zenith ist zwar ein richtiger Spiegelreflexsucher, allerdings gibt er eigentlich kaum was her und hat nur eine Mattscheibe, das heißt, die Verschlusszeit sieht man nicht im Sucher, man sieht eigentlich gar nichts im Sucher. Man hat auch keinen Schnittbildindikator und keinen Mikroprismenring, muss einfach so mit der Mattscheibe scharf stellen. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Und zwar hat die Zenith E keine Automatik oder Offenblende. Und so sieht man das Bild immer so, wie es gerade abgeblendet ist. Und wenn man in einer dunklen Umgebung ein Bild mit F8 machen möchte, dann wird die Mattscheibe, die an sich schon nicht richtig hell ist, richtig dunkel und spätestens bei F16 bei schlechtem Umgebungslicht kann man eigentlich gar nicht mehr scharf stellen. Die einzig gute Fokussierung geht hier nur bei 3, 5 und 4. Das heißt, meistens geht man her und stellt bei F4 oder 3, 5 das Bild scharf, wählt dann die Blende, die man haben will, die man natürlich von hinten nicht sieht. Das heißt, man muss die Kamera wieder zu sich hinstürzen, oben die Blende ablesen, dann einstellen und dann das Foto machen und das kann echt ziemlich nervig werden
Und als ich die Kamera dabei hatte, hatte ich irgendwann genug und habe die Kamera einfach fest auf F4 eingestellt. Dann konnte ich scharf stellen, wusste mal, was eingestellt ist und habe die Verschlusszeit geändert, was natürlich auch nicht so super ist, wenn man hier die ganze Zeit das Rad hochziehen möchte. Das bedeutet nicht, dass die Sinne hier irgendwie schlecht ist oder so. Es ist halt nur beim Arbeiten ziemlich langsam und es ist echt keine Schnappschusskamera. Was das Objektivsystem angeht, so setzt Zenit hier ganz auf den M42 Schraubanschluss. Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt. Das ist ein Universalanschluss, der geschraubt wird. Und aus diesem Grund sollte man die Kamera beim Schrauben immer nach oben halten, denn meistens weiß man nicht, wann das Objektiv soweit ist und die fallen schon mal runter, also immer nach oben halten und abnehmen. Wo ich aber deutlich vorwarnen muss, ist, dass sich Zenit hier nicht wirklich an den internationalen M42 Standard gehalten hat, denn normale M42 Bajonette sind kameraseitig komplett glatt und haben keine Schrauben. Das heißt, ihr solltet Objektive gut überprüfen, ob die auch einen ganz glatten Rand haben. Denn es gibt ein paar Objektive von Pentax, die haben als zusätzliches Element hier noch so einen kleinen Nupsi, wie wir Fachleute sagen. Und dieser Nupsi kann sich dann hier in diesen Schrauben, die ein bisschen tiefer liegen als der Rest des Kranzes, reinfressen, also reindrücken. Und die kriegt man da auch nicht wieder raus. Und dann hat man eigentlich eine Zenit-Kamera für immer mit einem Pentax-Objektiv verbunden. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also immer gut prüfen, ob das auch geht. Ein weiterer Bruch mit dem M42 Standard ist, dass sich hier unten keine Abblendplatte befindet, die eigentlich zum M42 Autosystem fest dazugehört. Standardisierte M42 Autoobjektive, wie dieses Wiener 55mm F1.7, welches ihr wahrscheinlich vom MTL3 Video her kennt, haben nämlich hier einen Stift, der, wenn man ihn erdrückt, die Blende schließt. Und leider kann die Zenit E diesen Stift hier nicht betätigen, wodurch sich die Blende jetzt beim Fotografieren nicht schließen würde, egal ob hier F16 oder F11 eingestellt ist. Dazu haben aber die meisten M42 Autoobjektive eine freundliche Funktion, die nicht nur den Automatikmodus, sondern auch noch den M-Modus anbietet, wodurch die Blende immer so geschlossen wird, wie es gerade am Blendenring eingestellt ist. Soweit eigentlich überhaupt kein Problem, denn die meisten M42 Autoobjektive haben auch den M-Modus. Nur ein einziges scheint das nicht zu haben und das ist ausgerechnet dieses Zenit 44 M4, was keinen Automatikmodus hat und das mir zusammen mit dieser Zenit E hier verkauft wurde, obwohl es mit dieser Kamera zusammen überhaupt nicht funktioniert, was ich von dem Verkäufer sehr merkwürdig finde und auch so ein bisschen den Russen anlaste, denn neben dem kleinen, lichtschwachen Indostar sind hier diese lichtstarken F2 Objektive von Helios hier die anderen Standardobjektive der Zenit Kameras. Und ein 44mm ohne die 4 würde hier auch wunderbar dann funktionieren. Wozu man aber auch kurz sagen muss, dass die Helios-Objektive hier eindeutig besser sind. Allerdings sind diese sehr gefragt, um die an digitale Kameras zu adaptieren. Denn durch die alte Linsenrechnung, die am Objektiv steckt, haben diese das sogenannte Swirly Bokeh, womit eine leichte Verwirbelung des Bokehs hinter dem scharfgestellten Objekt zu sehen ist. Am besten gut erstmal. Die Helios-Objektive gibt es eigentlich in zwei Versionen. Und zwar einmal in dieser Bulldog-Version, also mit dem flachen Aufdruck hier am Linsenring. Und einmal als Trichter-Version, die hier abgebildet ist. Dabei sind hier keine Daten dran, sondern die sind außen. Und das Ganze sieht aus wie ein Trichter, der nach innen läuft. Welches besser ist, darüber streiten sich die Fachleute. Ich mag mein Bulldog-Objektiv, denn ich habe ja nicht nur die Zenit E, ich habe ja ganz viele M42-Kameras. Ich habe damit auch schon mal Bilder mit meiner Canon 10D gemacht. Die blende ich am besten hinten nach den Bildern ein, die ich mit der Zenit E gemacht habe. Was die Erweiterbarkeit angeht, da stehen die Zenit-Kameras leider eher schlecht da. Allerdings sind die Standardoptionen vorhanden, wie ein Stativgewinde, welches sich allerdings an der Seite der Kamera befindet, was viele gar nicht mögen, wodurch die Kamera auch immer so ein bisschen schief darum steht, aber besser als gar nichts. Dazu gibt es einen Blitzsynchronport. Dieser kann mit einem Kabel auch verbunden werden, wodurch man hier oben dann noch den Kaltschuh benutzen kann. Bei diesem Exemplar hier kann man ihn abnehmen. Bei der anderen Zenit, wo gerade das kleine Indostar drauf ist, geht das nicht. Ansonsten muss man leider auf Motor und Datendrückwand und alles Mögliche verzichten. Als allerletztes ließe sich hier noch ein Drahtauslöser in den Auslöser reinschrauben. Ansonsten war es das leider. Und das war es auch schon fast mit dem Review. Allein das Rückspulen steht noch an. Gucken wir uns hier mal kurz an, bei welchem Bild wir sind. Wir sind komisch drangekommen und sind bei Bild 5, was eigentlich gar nicht sein kann, denn auch in den Outtakes habe ich hier fleißig drauf gedrückt. Aber spulen wir das Ganze mal zurück, wie das bei Kleinbildkameras so üblich ist, müssen wir den Film erst zurückspulen. Dazu holen wir uns mit dem bekannten Dreh hier unsere Rückspulkurbel. Dann ist die Freistellung fürs Mechanikwerk diesmal nicht hier unten, sondern hier oben. Bei dieser Knopf hier. Bei manchen Kameras muss man den gedrückt halten, wie bei dieser. Bei anderen reicht, dass man den einmal reindrückt. Der ist übrigens ziemlich stramm und Rückspulen ist ja auch kein großes Vergnügen.
da man das ganze Ding hier immer mit zwei Fingern machen muss. Und das ist schon ziemlicher Kraftaufwand. Also schnell mal zwischendurch nachladen ist mit der Zenit E auch nicht drin. Das Ganze ist leider eine ziemlich rustikale Kamera, aber für 12 Euro kann man heutzutage auch nicht mehr verlangen. Übrigens kann es auch sein, dass ihr dem ganzen Ding hier nicht als Zenit E, sondern als Prinz Reflex oder als Revue Reflex begegnet, denn die Russen haben das Ganze hier auch exportiert. Dabei sind meistens die Kameras für den europäischen Markt besser in der Qualitätskontrolle und auch die Kameras mit kyrillischer Beschriftung sind meistens nicht so ganz so gut kontrolliert wie die mit lateinischer. Aber gucken wir uns mal an, was aus unserem Film geworden ist. Hier sehen wir den guten, er ist zurückgespult, ziehen das ganze Ding nach oben, gehen den Film raus. Eurer kommt wahrscheinlich ins Labor, meiner muss fürs nächste Review herhalten. Als Fazit lässt sich meiner Meinung nach zusammenfassen, dass die Zenit E eine tolle Kamera ist, die allerdings ihre Macken hat und man sollte sich doch schon mit der Fotografie ein bisschen auskennen, wenn man sich eine holt. Sich also nur eine zu holen, weil die jetzt in der Popkultur populär ist, ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Lässt man mit anderen Kamera-Modellen wie der Canon i1 Program, Video hier oben, ein bisschen besser bedient. Wer allerdings sich von der rustikalen Handhabung nicht abschrecken lässt, kriegt hier eine tolle Kamera mit vor allen Dingen tollen Objektiven, welche man mit Adaptern unter anderem auch an dieser EOS-Kamera hier benutzen könnte. Wer sich am Ende des Tages von der rustikalen Bedienung nicht abschrecken lässt, der bekommt hier tolle Kameras, die eine Menge aushalten und die vor allen Dingen bei fast allen Temperaturen funktionieren. Allerdings wird man eine Lösung für die Selenbelichtungsmesser finden müssen. Dann war es das auch schon mit dem Review, dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken, schaut euch meinen Social Media Kram in der Videobeschreibung an und bis dann! Zeug hier nicht wirklich viel, denn ich kaufe das meistens bei eBay am sogenannten Super-Ramsch-Tag. Damit gemeint ist der letzte Sonntag im Monat. Da gibt es dann meistens so um 9 Uhr richtig günstige Angebote, denn bei den meisten Leuten sieht es dann so aus, die verkaufen, dass die Sonntag für den besten Verkaufstag bei eBay halten und dann gibt es halt wirklich Massen an Angebote. Und in der Analogfotografie gibt es nicht so viele Nachfrager. Das heißt, alle, die sich da Kameras kaufen an dem Sonntag, die haben irgendwann alle ihre...